Tag, meine Herren und Damen. Ich habe vorhin auf Instagram gesehen, dass Zabex ein neues Foto mit Susie Grime und Elliot Tender hochgeladen hat. Ich wusste vorhin nicht einmal, dass eine feministische Bewegung überhaupt in YouTube-Deutschland existent ist. Ich meine, ich finde es gut, dass über Gleichberechtigung geredet wird, darüber diskutiert wird und generell auch behandelt wird hier auf YouTube öffentlich, ja? Aber fucking Feminismus? Das Besondere an dieser ganzen Thematik ist halt einfach, dass es überhaupt gar keine neutrale Meinung geben kann, weil irgendein Geschlecht muss man ja haben. Ein paar Feministen können jetzt sicherlich sagen, dass es so neutrale Geschlechter gibt und deswegen auch neutrale Meinungen existieren, aber ich könnte sie jetzt nicht kategorisieren. Ich meine, Feministen wollen ja augenscheinlich erreichen, dass es mehr Gleichberechtigung auf der Welt gibt zwischen Geschlechtern. Insofern bin ich sicherlich auch eine Feministin. Aber es ist mir schleierhaft, wie man versucht, Gleichberechtigung zu erhalten, indem man ein einziges Geschlecht aufwertet. Man muss fucking Individuen aneinander anpassen. Oh mein Gott. Feministen wollen Geschlechter neutralisieren, damit Männer Gefühle zeigen können oder Frauen in Technikberufe zum Beispiel einsteigen können. Weil das ist ja momentan nicht möglich. Weil es gibt ja immer noch Leute, die sagen, hey, du bist aber ziemlich schwul, wenn du Gefühle zeigst als Mann. Oder als Frau bist du sicherlich lesbisch, wenn du einen Technikberuf machst. Aber liebe Feministen, es gibt da draußen immer noch Leute, die denken, dass Schwulsein eine Krankheit ist. Und ihr versucht, sie mit Feminismus zu überzeugen? Ich für meinen Teil bin vielleicht eine totale Ausnahme, weil ich zeige in jedem meiner scheiß Videos Gefühle und wurde bis jetzt noch nie als schwul bezeichnet. Es gibt nun mal extrem konservative Schwachmaten auf dieser Welt und das wird sich nicht durch Feminismus ändern. Ich habe mir dieses halbe Stunde Video darüber angesehen, warum wir immer noch Feminismus brauchen. Ganz ehrlich, wenn man solche Videos produziert, dann braucht man sich auch nicht wundern, warum man nicht für ernst genommen wird. Es ist eine Diskriminierung, dass es Männer-Shampoo gibt, zum Beispiel in Blau. Also da steht so drauf für Männer und da auf der anderen Packung steht dann für Frauen in Rosa. Das geht gar nicht, das ist eine Diskriminierung. Weil es gibt ja auch Männer, die Frauen-Shampoo kaufen wollen und Frauen, die Männer-Shampoo kaufen wollen. Oh mein Gott. Ich sag mal so, es herrscht freie Marktwirtschaft in Deutschland und insofern darf sich eh jede Frau jedes Männer-Shampoo kaufen und jeder Mann darf sich jedes Frauen-Shampoo kaufen, wenn er möchte. Ich darf mir auch ein Sport-BH kaufen, auch wenn da wahrscheinlich drauf steht für Frauen. Oder eine Dose Monster Energy. Aber das ist mir dann doch zu homosexuell. Ich meine, die Firmen hinter den Shampoos wollen doch möglichst viel Gewinn machen, ja? Also optimieren sie irgendein Shampoo, was für die Anatomie von männlichen Haaren eben kurze männliche Haare gemacht ist, damit die meisten Leute das kaufen. Ich kaufe Shampoo nur, weil da drauf steht für Männer. Mich interessiert nichts anderes. Wenn da steht, boah, ja, das kaufen auch andere Männer, dann kaufe ich das auch. Die Industrie versucht da einfach möglichst viele Menschen gleichzeitig anzusprechen, um möglichst viel Gewinn zu machen. Das hat doch nichts mit Diskriminierung zu tun. Wenn ein Mann zum Beispiel lange Haare hat und deswegen ein Frauenshampoo kaufen möchte, weil das eben viel geeigneter für seine Haare in dem Fall ist, dann kann er das immer noch machen, aber er ist halt für die Industrie als Zielgruppe uninteressant. Es ist eine Art Empfehlung von den Firmen, um eine Gewinnmaximierung zu haben und keinen Zwang. Ich bin wirklich nicht gut in Wirtschaftslehre gewesen, aber das verstehe sogar ich und ich bin ein Mann. Laut Feministen sollte man auch niemals jemanden aufgrund seines Geschlechts irgendwie differenziert behandeln. Das trägt in jedem Fall zur Geschlechtergleichberechtigung bei. Meine Freundin darf gern, wenn sie möchte, für beide Kilokarten bezahlen oder mir die Tür aufhalten, wenn wir irgendwo lang gehen, wenn sie möchte. Wenn es im Sinne der Gleichberechtigung ist, darf sie auch den schweren Einkauf alleine reinbringen. Ist mir Stylus nachgejoint? Wenn sie Lust hat, darf sie auf unserer Hochzeit auch gerne mich auf Händen tragen. Gleichberechtigung. Und wenn sie irgendwie mal fragt, hey, kannst du bitte das Marmeladenglas für mich aufmachen? Ich bekomme das nicht auf. Dann muss ich wohl oder übel sagen, was? Nur weil ich ein Mann bin oder was? Ziemlich diskriminiert. Oder eine Frauenquote ist doch ein netter Ansatz, um Frauen in Führungspositionen zu integrieren. Ich meine, wie unglaublich demütigend ist es denn für Frauen, die jetzt in Führungspositionen sind, wenn sowas wie eine Frauenquote eingeführt wird? Ich meine, da arbeiten sich Frauen in Männerberufen ehrlich hoch und dann nach der Frauenquote kann einfach gesagt werden, ja, du hast den Job eh nur bekommen, weil du eine Frau bist. Haha. Hahaha. Hahaha. Es gibt Männer, die bekommen Jobs, einfach nur, weil sie Männer sind. Wie lösen wir das Ganze? Wir geben Frauen Jobs, einfach nur, weil sie Frauen sind. Ein Gedankenexperiment, meine Freunde. Und heterosexuelle Männer sehen Frauen nur als Sexobjekt oder Babymaschine. Als ich letztens feiern war, kam ein wildfremdes Mädchen von hinten an und hat mich einfach umarmt. Ich habe mich dann umgedreht und habe gefragt, hey, alles gut bei dir? Kannst du das vielleicht lassen? Also sie machte den Anschein, dass ich schon ordentlich was getrunken habe. Und ich meine, das war mir ehrlich gesagt wirklich so ein bisschen unangenehm. Und sie hat mir dann geantwortet, du bist ein großer Kuschelbär. Ich als Feministin habe dann natürlich Folgendes gedacht. Dieses alkoholisierte weiße Mädchen hat mich gerade aufgrund meiner Körpergröße und meines Geschlechts betatscht und mich als Tier bezeichnet. Ich bin doch kein Kuschelobjekt oder Schmusetier. Dieses Schwein. Wisst ihr was? Jede radikale Ansicht ist scheiße. Jeder Mensch ist ein fucking Individuum, das sich aus mehr zusammensetzt als nur Geschlecht, Alter, Nationalität, Haarfarbe. Wie wär's denn mal mit der radikalen Ansicht, dass man einfach jeden gleich behandelt, ungeachtet seines Geschlechts? Feminismus ist von dem her genau das Gegenteil von dem, was man mit Gleichberechtigung erreichen möchte. Wisst ihr was? Ich will nicht, dass weniger Frauen vergewaltigt werden. Ich möchte, dass niemand mehr vergewaltigt wird. Zum Glück ist eine Sache auf dieser Welt noch geschlechtsneutral. Gebt eine Bewertung auf dieses Video ab, wenn ihr einem der 500 Geschlechter angehört. Ich kaufe mir jetzt erstmal Frauenshampoo. Jetzt sind die Furzen wieder da! Die Furzen wieder da!
fucking Feminismus? Du bist ein großer Kuschelbär.